Howdy, Partners, und willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Bang Bang Ball. Alter, ich weiß nicht, warum dieses Spiel so durchgeliked wurde. Ich bin in letzter Zeit leider nicht so häufig dazu gekommen, aber ich habe gedacht, ich tue mir den Albtraum nochmal an. Und wir versuchen heute dieses wahnwitzige Level 4 zu schaffen, welches keiner schafft. Es gibt Leute da draußen, wie Keystraw zum Beispiel gesagt haben, ach, das ist Kinderkram, ich werde es auch machen, aber er traut sich noch nicht. Wie ihr seht, sieht keiner ein Video, oder? Er hat sich nicht getraut. Also, dann fangen wir einfach mal ganz easy an. Die ersten Levels sollten ja jetzt nicht mehr so hardcore sein. Ich habe ja viele Tipps bekommen, wie man hier zielen kann und bla bla. Aber wie das im Leben so ist, Leute, sage ich euch, ein Querschläger kann dir trotzdem immer alles versauen, ja? Die ganze Tour, die ganze Tour. Ein Querschläger, der ganze O.J. Simpson-Prozess. Ein Querschläger und schon ist die ganze Tour vermasselt, ja? Ui, zack, so, guck mal, easy going, ja? Jetzt holen wir mal die Lampe runter, ist der Trick. Kenne ich mich ja aus. Im Lampenknallen. Oh. Oder war es dann doch am Ende das Schlampenknallen? Ich weiß nicht, diese Übersetzungen aus den Südstaaten sind immer sehr schwer zu erkennen. Oh, oh, oh. Oh, wen habe ich erwischt? Die Fliege. Die Fliege. Es wurde ja auch scharf behauptet, dass ich die Fliege öfters treffe als die Flaschen. Das ist natürlich völliger Unsinn. So. Ah, Okay, Licht aus. Ich kann im Dunkeln besser schießen. Ihr wisst, wie das ist. Betrunken im Dunkeln trifft man einfach besser das Loch. Also die, das, der Flaschenhals, wollte ich sagen. Ah! Okay. Naja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir müssen da ganz locker bleiben. Ganz easy. Ganz gechillt. South State Style. Bam! Guck mal da. Das ist, man muss ein bisschen mehr so aus dem Handgelenk, glaube ich. Dass man ein bisschen mehr einfach den Flow kommen lässt. Siehst du, dann geht das viel einfacher. Bitz. Oh, 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 oh. Ich wollte gerade sagen, das war unser Tod. Aber, oh, easy. Okay. Jetzt räumen wir hier erstmal auf. Ganz taktischer Schuss. Oh, den wollte ich eigentlich mit dem Hut fangen. Aber irgendwie hat da die Kraft der Südstaaten dann doch wieder nicht ganz so gut funktioniert, wie ich das gehofft habe. Aber wir machen das. Wir machen das heute. Heute wird das Level 4 ganz easy geschafft. Ganz easy. So, da muss ich meinen Hut opfern. Knapp. Oh, was fliegt die mir auch direkt in den Lauf, die blöde Kuh? Ist es überhaupt... Ich weiß nicht, ob das eine Frau ist oder ein Kerl, eine männliche oder weibliche Fliege. Ah. Sollen wir erstmal die versuchen, die Hutflasche. So, mir wurde gesagt, wenn ich dann die Maus zurückziehe, kann ich besser schießen. Das ist aber, ich weiß nicht, das ist so... Ah, weißt du, da geht mir dann sofort der Kackstift. Ui, ah, fuck, siehst du, so ist das. Das ist das Problem, da willst du einmal eine Ratte am Boden erschießen, ist da so eine dämliche Fußleiste im Weg und zack, hast eine Kugel im Auge. Und das erklär dann hinterher mal jemandem. Das erklär hinterher jemandem so, oh, Herr Doktor, tut mir leid. Wie soll ich das der Versicherung erklären? Ah, okay. Zum Glück stirbt man nicht, wenn einem eine riesige, schwere Lampe auf den Kopf fällt. Ja, diese Fliege, warum fliegt die eigentlich? Habe ich Kacke unterm Hut? Naja gut, ein richtiger Südstaatler hat immer ein bisschen Kacke unterm Hut. Man weiß nie, wofür man das braucht. Man muss vielleicht, keine Ahnung, spontan eine Palme pflanzen. Und dann brauchst du Dünger. Ja? Oh, da Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Okay. Die erste Flasche hat es schon mal zerlegt. Und jetzt hier aus dem Handgelenk. Oh, 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 okay, okay. Heute schaffe ich es, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Oh, oh. Oh, dang it. Ja, vielleicht hat die Fliege uns das Leben gerettet. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. So. Oh. Und jetzt wieder ein bisschen hier. Oh. Aber ich habe immer noch diese leichten mittelschweren Parkinson-Krämpfe. Okay, okay. Mir wurde gesagt, dass die beste Strategie einfach sich hier reinzulegen. Ah! Oh, 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 oh. Ja, aber Leute. Es dauert ja... Ah, ne. Okay, okay. Ich glaube, ich versuche als allererstes jetzt immer hier die Flaschen in dem Dings, weil das ist echt heftig. Wenn ich die Flaschen gekriegt habe. Freunde, dann machen wir's. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Irgendwie ist mir gerade die rechte Gesichtshälfte eingeschlafen und auf einmal... das war nicht keine Absicht. Ach. Aber war gut. Oh, das war scheiße. Das war Mist. Schnell noch einen. Oh, oh, oh. Au! Ey, oh, guck mal, der war gar nicht getroffen. Was ist das für eine riesige Hitbox? Hitbox. Okay, okay. Egal, wie lange es dauert. Oh. Aua. Das ist jetzt blöd, ne?
Wow! Lass dich nicht lumpen, Bruder. Konzentration! Wisst ihr, Leute, ich bin so hoch konzentriert gerade. Was ist das? Oh Gott, das war ein Splitter. Zum Glück. Ich dachte, irgendwas wird mich jetzt... Oh! Oh, guck mal, es ist nur noch diese eine Flasche. Vielleicht ist es auf dem Kopf einfach besser im Leben. Hat das mal jemand ausprobiert, einfach den ganzen Tag auf dem Kopf zu leben? Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, nein! Oh! Oh, oh, wo ist sie hin? Okay, okay, sie ist jetzt hier aufgelöst. Nein! Oh, 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 oh mein Gott, ich hab's geschafft! Mom! Mom! Oh Gott, warum ist mein... Keiner ist zu Hause, warum bin ich denn gerade allein zu Hause? Mann! Scheiße, ob der Nachbar da ist? Geh ich mal eben rüber? Ich weiß ja nicht. Oh, was hier passiert gar nicht. Oh, geil, Alter, ich hab's geschafft. Ach, so schwer war das doch gar nicht. Easy! Tja, Keith, jetzt hab ich's vor dir geschafft. Ansage, Baby! Ich hab's doch vor dir geschafft, weißt du? Der große Erzähler hat er erzählt. Warte mal, ich schick ihm das eben. Ich muss das, bei WhatsApp. Ich schick ihm das bei WhatsApp. Kein Witz. Also ich schick ihm das jetzt. Moment, Augenblick. Yo, ey, Alter. Ich hab grad Level 4 geschafft, ne? Wollte ich dir nur mal sagen. Ich war vor dir fertig. Nur damit du Bescheid weißt, ne? Danke, bis später. So. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, okay. Oh. Bin mal gespannt. Mal gucken, ob er gleich was zurückschreibt. Ah. Aber das ist schon schwieriger hier, ne? Man muss hier, da muss man genau den Schlitz treffen. Erstmal die Lampe down, das ist der, die Strategie. Das ist ja hier so eine Art Walkthrough, damit jeder Bescheid weiß. Oh, aber skilliger Schuss. Das wäre so geil, wenn es hier so auf rechter Maustaste so eine Zeitlupenfunktion ist. Ich schreibe den Leuten das. Das wäre der hammercoolste Move. Guck dir das an. Also das sind doch königliche Superquerschläger. Guck mal, jetzt die Flasche extra schräg hingestellt. Und dann über den dreifachen Superquer-Linksschläger. Guck, Alter, der Hammer mit Ansage. Hey, heute hat einen Lauf, der Junge. Der Junge hat einen Lauf. So, Freunde. Wenn es einmal gut läuft, Alter, wenn es einmal gut läuft, dann kannst du noch geil laufen. Guck mal, jetzt hier hinten. Hier hinten um die Ecke. Und ey. Alter. Oh. Oh, was ist jetzt los? Was ist los? Ist die Demo zu Ende? Ist das... Hallo? Ist hier noch irgendwo eine geheime Flasche? Bin ich denn doof? Hallo? Oh, in mein Gesicht. Was ist passiert? Ist es das Ende? Wo ist das offizielle Ende? Weiß das jemand? Okay, warte, warte, warte. To be continued. Ich glaube, das ist das offizielle Ende, oder? Geh mal weg, Fliege. Geh mal weg. Nee, das glaube ich jetzt nicht, oder? Bäm. Ich versuch's. Ja, aber ich gehe. Also. Realistisch gesehen ist das wahrscheinlich das Ende, oder? Naja, dann versuchen wir gleich nochmal hier so ein kleines. Aber, ey, das ist ja so geil. Guck mal, also jetzt gerade, wo ich super gelernt habe oder was, da ist vorbei, oder wie? Das glaube ich jetzt gar nicht. Aber guck mal, hier kann man ja fast gar nicht sterben in der Karte. Sagte er und fing sich eine Kugel. Warte, warte, gleich ist es soweit. Sehe ich genau. Kommt jetzt nochmal hier ab. Alter! Was für ein geiler Schuss! Wahnsinn! 734.000 Abpraller. Ja, und dann das? Alter. Richtig gut. Ich warte gerade, aber wahrscheinlich liegt Keyster gerade irgendwie in so einem Sahne-Milch gefüllten Kokosbad oder so und schmiert sich Conditioner in die Schamhaare, um sich auf die folgende Schafrasur vorzubereiten. Denn er hat dort ein Ritual. Ich darf ja einfach, das ist ja jetzt, ich darf nicht immer zu viel verraten, so, da gibt's wieder Ärger. Aber manchmal, ne, das ist, da muss man dann hintenrum natürlich ein bisschen was erzählen. Und die Legenden sagen, ne, er lässt seinen Busch also immer wachsen. Ein Jahr Intimbusch wachsen lassen. Aber jetzt nicht wachsen mit Wachsstreifen, sondern wachsen im Sinne von Wachstum. Dinge werden länger. In dem Sinne. So. Und wenn er dann so einen richtigen McBushy hat, dann macht er immer so Fotosession-mäßig, hier Timelapse-mäßig und rasiert sich immer lustige Formen da rein und so, und das lädt er dann bei einschlägigen Porno-Plattformen hoch, weil das auf YouTube ja nicht legal ist, weil man dann sein kleines Spinnennest sieht und das ist nicht erlaubt.
Ihr wisst, wie das ist. Au, wow, wow, wow. Knapper Shit. Okay, komm. Wir machen das jetzt noch einmal hier durch und dann sind wir auch durch. Da habe ich ja schon wieder ein Spiel weniger. Mr. President kann ich nicht spielen mehr. Das ist broken. Ist kaputt. Frag mich nicht warum, aber Steam startet es einfach nicht mehr. Wenn ich starten will, ich habe schon tausendmal repariert, tausendmal neu runtergeladen, im Internet schon tausendmal gegoogelt. Ich war sogar bei Google und jetzt haltet euch fest. Und das ist wirklich die Wahrheit. Und wenige Menschen haben diesen Ort, wo ich gewesen bin, überhaupt jemals gesehen. Aber ich war auf Google Seite 2. Und die glaubt nicht, was ich dort gesehen habe. Das ist schon fast wie Darknet. Ne? Das ist schon, also, das ist schon Deep Web. Da kommst du nicht mehr raus. Also, wenn du da einmal auf Seite 2 warst, dann hast du verloren. Naja, Shitty Bang. Warte, wir schauen mal kurz auf mein super intelligentes Hero-Phone und ich schau mal, ob er irgendwas... er hat sich's angehört, aber wahrscheinlich. Ihr wisst, wie das ist, ne? Ich will ja jetzt nicht zu viel sagen wieder, weil ich sowieso schon zu viel erzählt habe. Es klang ein bisschen, als wäre ich betrunken, aber das bin ich nicht. Was wollte ich sagen? Achso, ja, er ist wahrscheinlich jetzt verstaunen oder so, oder er schaut schon, ob ich das Video schon hochgeladen habe. Bam! So, mit der Kugel im Auge, denke ich mal, werde ich es jetzt aber auch dann hier an dieser Stelle beenden, weil lohnt ja nicht, ne? Sonst fangt ihr euch noch an zu langweilen und ich erzähle noch zu viel, deswegen entweder schieße mir jetzt, Moment, Augenblick, BAM! Ah, Mist, hat nicht funktioniert. Kann ich mir selbst ins Ei schießen? Ah! Nee, das war nicht das Ei, aber knapp vorbei. Da unten ungefähr ist ja die Penisspitze. Zumindest denke ich, dass das so ist, weil bei mir ist es so. Deswegen muss es bei allen anderen auch so sein. Und in diesem Sinne, mit einem wunderschönen Südstaaten-Gruß, verabschiede ich mich aus diesem Spiel. Wenn was Neues kommt, dann spiele ich gern nochmal. Lasst euren Frust in den Kommentaren raus. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Wenn nicht, dann macht gar nichts. Fasst euch an den Pillemann. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen!